Wir heute einen richtig geilen Gourmet-Klassiker. Kartoffel-Trüffel-Espuma mit einem vierten Ei. Legen wir los. So, dann machen wir gleich mal die Eier trennen. Butter, dann in den Butterschmalz rein. Die Butter verarscht und bei 60 Grad konfieren. Ich zeige euch einen richtig geilen Kartoffel-Espuma. Achtung, schwieriges Rezept. Ein Teil Obers, ein Teil Kartoffel, ein Teil Milch, eine aufkochen. So, jetzt Pfeffer, Muskatnuss. Ganz fein mixen, die ganze Sache. Wer gerne Trüffel mag, der kann jetzt da der Trüffelbutter montieren oder mit Trüffelöl ein wenig einmixen. Dann haben wir nämlich einen geilen Trüffel-Espuma. Jetzt haben wir es durchgepassieren. Das Wichtigste, wir schütteln, dass das gleichmäßig drinnen ist. Genauso, Kera. Butter rein, hauchdünn geschnittene Schalotten. Kurz ausschwitzen, wenn es was ist, Babyspinat dazu. Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker. Ist schon genug aufgetragen, weg von der Hitze. Perfekt konfierte Eidotter. Und die verwenden wir jetzt da für unser Gericht. Schaut euch das an. Das ist jetzt wirklich konfierter Dotter, der ist flüssig und der Kartoffel-Espuma. Wow, so geil. Geil. Probiert es einmal aus, das ist ein geiles Gourmet-Rezept und folgt unbedingt fürs nächste Rezept.